In diesem Video siehst du, wie eine weite Boxershort genäht wird. Dafür habe ich einen ganz tollen Webwarenstoff gefunden mit einem grafischen Muster. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Entstehen der Boxershort. Bevor es gleich losgeht zu dieser Boxershort, gibt es ein Schnittmuster inklusive einem Videokurs. Solltest du so ein ganz neu für dich sein und du möchtest ein bisschen tiefer einsteigen, kann ich dir auf alle Fälle auf unseren Online-Kurs die Sunähen für Anfänger empfehlen. Du findest alles in unserem Mitgliederbereich auf MyInsider Plus. Im ersten Arbeitsschritt werden die Belegkanten mit der Overlock versäubert. Den Beleg an der Vorderhose umbügeln und knappkantig absteppen. Die Vorderhosen aufeinanderlegen und die Schrittrundung schließen. Den Beleg von der linken Vorderhose umbügeln, absteppen und anschließend die Schrittrundung von außen knapp absteppen. Die Vorderhosen am Bund aufeinanderlegen und ein Stück den Schlitz zusteppen. Die Hinterhose an der hinteren Mitte mit einer französischen Naht verarbeiten. Auch die Seitennähte und die untere Schrittnaht wird mit einer französischen Naht verarbeitet. Den Gummi an den Bund nähen und verdeckt absteppen. Die Beine säumen und zu guter Letzt die Knöpfe aufnähen. Nähere Infos zum Schnittmuster und auch zu unserem Online-Kurs Sunähen für Anfänger findest du unterhalb des Videos verlinkt. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao.